Servus, seit gestern ist ja das Update da. Reise der Wunder haben wir schon abgedreht. Jetzt kommt Gipfel der Zeit, der wandernde Ballon. Und das Neue dazu. Ich habe schon mal ein klein wenig vorgespielt. So können wir gleich hier starten. Als erstes würde ich empfehlen, in die Ecke hier hinten zu gehen. Dazu ziehen wir den hier einmal kurz runter. Ach nein, hoch müssen wir ziehen. Entschuldigung, runter machen wir dann. Dann ist der gesperrt. Und wir können hier hinten die Gegner legen. Und einmal abluten. So, ich mache das mal schnell, damit ich noch ein bisschen stärker werde. Und dann geht es gleich weiter. So, als nächstes ziehen wir das Ding hier runter. Ziehen einmal den hier weg. Dann gehen wir hier hoch. Nicht vergessen, hier oben ist noch ein Gegnerpärchen mit einmal Belohnung dazu. So, dann gehen wir weiter. Und ich cutte mal wieder. So, hier drüben angekommen, ziehen wir einmal den hier nach unten. Dann wird der Weg hier frei. Die Gegner legen wir und aktivieren dann einmal die Schiene. Zeige ich euch gleich nochmal. So, jetzt ziehen wir einmal die Karre hier hinter. Das ist wirklich wichtig, nicht vergessen. Dann gehen wir einmal hier hoch. Hinter diesen drei Gegnern hier vorne ist auf der Fläche ein Geschenk, also eine Belohnung. Wir ziehen jetzt aber erstmal den hier runter, damit wir hier hin können und holen uns das Teil wieder. Somit ist der hier ausgeschaltet und wir können hier rüber. So, ich lege die drei mal schnell und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt haben wir die drei schnell gelegt. Dann gehen wir einmal kurz hier runter, ziehen den Hebel, bis die Kiste sich verschiebt und wir können hier hintergehen. So, dann lege ich jetzt mal schnell die Gegner, bis ich hier hinten bin am Hebel. So, am Hebel angekommen, ziehen wir einmal die Kiste hier wieder weg. Aktivieren den Hebel, dass das hier runterfährt. Ziehen uns diese Verlinkung hier nach oben. Dann gehen wir einmal kurz, ja, zu diesem Rad. Das ziehen wir jetzt hier einmal rüber. Gehen durchs Portal. Und ziehen das Rad hier nach unten. So. Und schon könnt ihr bis hinter zum Boss laufen. Damit war es das eigentlich schon wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wa? Viel Erfolg!